Endzeitrede Jesu, fünftens die Vorfreude. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte. Jesus gebraucht einen Vergleich und sagte, seht euch den Feigenbaum und die anderen Bäume an. Sobald ihr merkt, dass sie Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. Jesus hilft uns, unseren Blick in der Endzeit zu weiten, ja weiter zu schauen, nämlich auf Gott Vater, der im Himmel auf uns wartet. Er sagte selbst von sich, ich gehe fort und komme wieder zu euch zurück. Wenn ihr mich lieb hättet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Denn der Vater ist größer als ich. In Ulm steht das prächtige Ulmer Münster mit dem höchsten Kirchturm der Welt, 161 Meter hoch. Es ist erstaunlich, dass arme Menschen vor 650 Jahren solch eine Kirche erbauten. Doch gerade für die Armen war es so wichtig, in der Kirche den Vorgeschmack auf den Himmel zu verkosten. Zudem zeigt der Kirchturm in Richtung Himmel und ruft uns zu, richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. So will uns Jesus mit seinem Wort vom Sommer schon jetzt sagen, steht mutig die Wehen der Endzeit durch. Der Sommer, ja die Herrlichkeit des Himmels, das heißt Gott Vater, selbst ist nahe. Freilich erinnert der Sommer auch an die Erntezeit, wo die Bauern mit Freude ihre Ernte einholen. So soll auch der Sommer im Himmel uns nicht mit leeren Händen vorfinden, sondern mit vielen guten Früchten, mit guten Früchten der Barmherzigkeit, die wir auf der Erde getan haben. Und die wir dem Himmelsvater bringen können. Im Namen, in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef, aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Macht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Kraft des Heiligen Geistes dich von deinen Ängsten, Bedrängnissen, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Wie Gott es will, so geschehe es und dir geschehe, wie du erbittest und ersehnst. Zum Ruhme, zur Ehre des hochheiligen Namens unseres Herrn Jesus Christus. Und der Segen Gottes des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme herab auf dich, auf deine Familie, auf deine Wohnung, auf deine Arbeitsstelle. Bleibe immer da bei dir. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.